Starke Frauen in der Bundeswehr, zwei Taekwondo-Kämpferinnen auf dem Weg zu Olympia. Kraft, Schnelligkeit, Koordination, das ist Taekwondo. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dann das werde ich in London zeigen. Durch meinen Mann und meinen Sohn bin ich doppelt so stark und das zeige ich in London. Zwei starke Frauen auf dem gemeinsamen Weg zu Olympia. Die Taekwondo-Kämpferinnen trainieren in der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Sonthofen für ihr großes Ziel. Für Stabsunteroffizier Helena Fromm und Stabsgefreiter Süme Jemans wird es die zweite Teilnahme nach Peking 2008 bei Olympia sein. Fokussiert und hochmotiviert bereiten sich die beiden Sportsoldatinnen auf dieses große Ereignis vor. Seit über 20 Jahren gehört Taekwondo zur Ausbildung bei der Bundeswehr. Taekwondo, das koreanische Wort, besteht aus drei Silben. Tae steht für Fußtechnik, Kwon für Handtechnik und Do meint die Kunst oder den Weg. Besonders entscheidend sind die mentalen Fähigkeiten, so der Bundestrainer der Bundeswehr, Georg Streif. Auf jeden Fall muss der Geist und Körper zusammenspielen, das hört man auch immer wieder. Das sind ja auch die Elemente, die in Asien immer so im Vordergrund gestellt werden, die auch mit dem Do in Verbindung gebracht werden. Doch egal wie stark das Mentale ist, der Körper muss bei den Kämpfen natürlich geschützt werden. Kopf, Bauch, Unterarme, Füße und auch der Unterleib werden gepolstert. In den Westen befinden sich Sensoren, die die Punkte zählen. Die Bewertung der Treffer ist dabei unterschiedlich, erklärt der Bundestrainer der Damen, Carlos Esteves. Für einen Kopftreffer kriegst du 3 Punkte. Ja, und für einen Bauchtreffer zeigt die Weste halt an, 1 Punkt. Und wenn so Drehkicks durchgeführt werden, also Turnaround-Kicks, da kommen wir zusätzlich für das Drehen noch ein zusätzlicher Punkt. Und wenn der Drehkick zum Kopf kommt, dann werden dann 4 Punkte. Das heißt also, die Kopftreffer, das ist natürlich führend. Wer das beherrscht, hat natürlich wesentlich einfacher, den Kampf zu gewinnen, als jemand, der nicht nach oben kommt. Sinnbildlich nach oben aufs Medaillentreppchen bei den Olympischen Spielen wollen sowohl Süme Jemans als auch Helena Fromm. In die Quere kommen können sich die beiden dabei aber nicht. Manz tritt in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm an. Fromm kämpft gegen Gegnerinnen bis 67 Kilo. Doch Taekwondo ist noch viel mehr als nur die Jagd nach Medaillen. Vielseitigkeit. Ich meine, wir kommen durch die ganze Welt. Ich habe mit meinen 22 Jahren fast die ganze Welt gesehen. Man hat überall auf der Welt Freunde. Genauso habe ich eine sehr, sehr enge Freundin, die auch in meiner Gewichtsklasse kämpft, aus Kanada. Man trainiert Fitness, man braucht das Laufen, man muss Kraft trainieren, Schnelligkeit, Reaktion, Ausdauer. Das ist halt nicht nur eins, sondern alles. Für den Erfolg ist harte Arbeit jedoch unerlässlich. 4 bis 5 Stunden Training stehen täglich auf dem Programm. In London soll es für die beiden Sportsoldatinnen zu mehr reichen als nur bis zur Vorrunde wie 2008. Dieses Ziel haben sie fest vor Augen, selbst in der trainingsfreien Zeit. Besonders auf die Zusammenarbeit mit ihrem Heim- und Bundestrainer Esteves freut sich die 24-jährige Helena Fromm. Olympia ist natürlich ein Traum von jedem Sportler, aber diesmal ist es was Besonderes, da mein Heimtrainer auch mein Bundestrainer ist und wir zusammen die Olympischen Spiele erleben können. Das ist diesmal halt ein bisschen anders als damals in Peking und es ist natürlich ein Traum von uns beiden und ich bin stolz, dass wir das halt geschafft haben. Die Bundeswehr ermöglicht es den beiden Taekwondo-Kämpferinnen, sich voll auf die Olympia-Vorbereitungen zu konzentrieren. Seit 5 Jahren ist sie dabei. Für die 22-jährige Süme Jemans ging damit ein Traum in Erfüllung. Ich habe immer gesagt, boah, Bundeswehr ist voll was für mich. Ich hatte eigentlich im Kopf immer, in den Krieg zu gehen und irgendwie ein Land zu verteidigen, die Menschen zu verteidigen. Aber dann bin ich doch eine Sportlerin geworden. Und so repräsentiert sie Deutschland bei den Wettkämpfen in London. Am 8. August kämpft sie um Medaillen. Am 10. August ist Helena Fromm dran. Damenbundestrainer Esteves traut beiden alles zu. Es ist möglich. Also eine Medaille ist auf jeden Fall drin. Wenn die im Halbfinale stehen, dann ist natürlich noch eine weitere Farbe möglich. Die letzte und einzige Olympiamedaille für die deutschen Taekwondo-Kämpfer gab es vor 12 Jahren in Sydney. Damals holte ein Bundeswehrkamerad Silber. Gut möglich, dass Süme Jemans und Helena Fromm in diesem Jahr ebenfalls auf dem Siegertreppchen stehen.